Die Ausstellung Furor Colligendi, die bis 23. Dezember in der Stadtgalerie in Lehn zu sehen sein wird, ist dem 2016 plötzlich verstorbenen damaligen Leiter Anton Guck gewidmet. Sie zeigt einerseits die Person Anton Gucks als Kunstsammler und andererseits fokussiert sie auf den großen Bereich des Ausstellungsmachens. Beide Bereiche vervollständigen sich zu einem Bild der Fülle, wenn nicht sogar Überfülle. Und darauf spielt auch der lateinische Titel Furor Colligendi an. Anton war ein leidenschaftlicher Sammler und Ausstellungsmacher. Furor beinhaltet mehr als nur die deutsche Übersetzung mit Wut. Es geht um Leidenschaft, es geht um Begeisterung in einer Maßlosigkeit. Das wollten wir mit der Ausstellung zum Ausdruck bringen. Für die Kunstsammlung wurde ein eigener, dunkler, mystischer Bereich geschaffen. Asiatika, afrikanische Masken befinden sich neben europäischer Kunst und Malerei. Der Wert eines Objektes hat für den Kunstsammler wenig Bedeutung gehabt. Es ging ihm in der Hauptsache um Eigenständigkeit und Besonderheit der jeweiligen Objekte. Im hellen Ausstellungsraum präsentieren wir Arbeiten von ca. 86 unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern. Es handelt sich dabei ausschließlich um Leihgaben, die wir von den Künstlern für diese Ausstellung bekommen haben. Auf drei großen Wänden wurden 90 Kunstwerke arrangiert. Jede Wand wurde einem Thema zugeordnet. So haben wir die Bereiche Fotografie, Abstraktion im weitesten Sinn und Körperlichkeit herausgearbeitet. Die Künstler hatten keine Vorgaben, welches Bild oder Objekt sie für die Ausstellung zur Verfügung stellen sollten. Uns war allein der persönliche Bezug zu Anton Guck wichtig.